Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Stahl, Schere, Papier. Sonderfolge deshalb, weil es zwei einfache Folgen sind, die aber zusammengehören, die wir getrennt hochladen, aber die von Struktur, Aufbau und Ansatz gleich sind. Und zwar werde ich Ihnen in beiden Videos fünf Bücher vorstellen. Einmal die Top 5 Panzerbücher sozusagen und einmal meine Top 5 Geschichtsbücher ohne Panzer drin. Viel Spaß! So, Sie sind also auf dem Kanal des Deutschen Panzermuseums und haben sich entschieden für Bücher ohne Panzer drin. Originell, aber ich freue mich, habe es auch ein bisschen erwartet, weil dieses Video entstanden ist aufgrund von Nachfragen. Ich bin über die Jahre ab und zu mal gefragt worden, das mit den Panzern, verstehen wir, machst du, alles klar, okay. Aber du bist ja erstmal Historiker, ganz grundsätzlich. Und welche Bücher sind Bücher, die dich mal richtig beeindruckt haben, wo du sagen würdest, das ist ein richtig gutes Geschichtsbuch? Und da habe ich dann heute mir überlegt, dann mache ich dieses Top-5-Format sozusagen. Top 5 Geschichtsbücher, die in meinem Leben irgendwie wichtig geworden sind für meine Arbeit. Das sind jetzt nicht die, die irgendwie, was weiß ich, die ein bestimmtes Projekt beeinflusst haben oder die wahnsinnig komplex sind und mich weitergebracht haben in der akademischen Arbeitsweise und so weiter, sondern es sind Bücher, wo ich sagen würde, wenn wir uns bei einem Bier abends auf einer Party unterhalten und das ist das dritte, dass ich irgendwann sage, hier, das und das Buch musst du auf jeden Fall nochmal lesen, das ist total gut, weil es mich selber eben zu dem Zeitpunkt beeindruckt hat. Auf irgendeine Art und Weise und auf welche werde ich jeweils erzählen. Das ist der Stapel von den 5 Büchern, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Und ich habe überlegt, wie ich das mache. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach so, wie sie mir begegnet sind im Leben. Das heißt, ich gehe jetzt chronologisch durch, vom Beginn meines Studiums tatsächlich bis vor ganz kurzer Zeit, bis vor 1-2 Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Und zeige Ihnen Bücher, die nichts mit Panzern zu tun haben, auch nur sehr bedingt mit Militärgeschichte, 2 von 5, die mich aber irgendwie beeindruckt, gefesselt oder in ihren Bann geschlagen haben. Es gäbe noch mehr zu zeigen und es gibt auch Bücher sozusagen, die hier rein müssten und die trotzdem mit Panzern zu tun haben. Also wer mich kennt, weiß, dass ich großer Robert Cettino-Fan bin, aber die habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich habe wirklich Bücher genommen, wo man sagen würde, diese Bücher würde ich auf einem Panzermuseumskanal nicht erwarten, weil sie mit dem Thema gar nichts oder nur sehr wenig zu tun haben. So, das erste Buch, das ich gerne besprechen würde, ist natürlich ganz unten im Stapel, logischerweise, wie es immer so ist, Die Entstehung der faschistischen Ideologie von Sorel zu Mussolini, von Sternhell, Schneider und Ascheri. Im Original erschien 1989, in der Übersetzung erschien 1999. Und das Buch ist mir ganz früh in meinem Studium begegnet, an der Uni Hannover, bei Michael Wild. Also wenn Sie zugucken, ist was hängen geblieben. Das Seminar damals ging nämlich um die politische Gewalt. Und auch wenn ich jetzt bei den Panzern hängen geblieben bin, ist das immer seitdem, seit diesem Buch tatsächlich ein zweites Standbein von mir geblieben, etwas, für das ich mich besonders interessiere. Und ich habe damals das Referat bekommen zum faschistischen Gewaltbegriff. Und dieses Buch war da meine Hauptquelle und ist bei mir hängen geblieben. Deswegen sieht es auch so zerlesen und bekleckert und kaputt aus, weil es mich seit 20 Jahren begleitet. Die Autoren ziehen eine wahnsinnig spannende Linie von den Ursprüngen im Linken, also dem Syndikalismus von Sorel und seinen Mitstreitern, bis hin zum Faschismus und erklären das, wo man sich als friedfertiger, intellektuell gefestigter Mensch des Westens oftmals fragt, wie kann das sein? Wie konnte der Faschismus mit seiner Kernidee der politischen Gewalt, der Gewalt als legitime Ausübung des politischen Willens, auch als Dreh- und Angelpunkt der gesamten Ideologie, wie konnte das überzeugen? Also wie konnte man das, soweit es eben hinterlegt ist auf Papier, intellektuell so ausprägen und auffüllen, dass es wirklich zu einer Ideologie reicht? Und dieses Buch macht das nachvollziehbar. Es hat die große Stärke, überzeugend rauszuarbeiten, wie die Logik war vom ursprünglichen Revisionismus des klassischen Marxismus über die Vermählung mit dem Nationalen hin zum Gewaltbegriff des Faschismus. Das ist keine gerade Linie, überhaupt nicht, aber es ist eine ideengeschichtlich nachvollziehbare Entwicklung. Und das war das erste Mal, dass in meinem Leben wirklich mir ein Buch so richtig pam, das Ding vom Kopf gehauen hat, gesagt hat, so war das. Weil vorher waren Begriffe wie Faschismus oder Syndikalismus und so weiter nur irgendwelche Begriffe, die ich zwar
für Klausuren gelernt habe, im Geschichts-LK, und es war auch gut und so, aber es hat sich mir nicht wirklich emotional erschlossen, nicht wirklich in seiner Gesamtheit erschlossen. Und das war das erste Mal, dass ich ein Thema hatte, von dem ich vorher wenig verstanden habe und wo ich wirklich gemerkt habe, wie es in meinem Kopf knack gemacht hat und das Thema aufgebrochen wurde und für mich verständlich und nachvollziehbar wurde. Und deswegen ist die Entstehung der faschistischen Ideologie bis heute eins oder das erste Buch, was mich wirklich geprägt hat, wo ich gesagt habe, ah, das ist das, was Geschichtsbücher mit Menschen machen können. Und das ist so, da schließt sich der Kreis zum Panzermuseum und zu diesen Videos, wo ich heute Riesenfreude daran habe, an der Vermittlung sagen zu können, hier, ich weiß was und ich kriege das in irgendeine Form, dass ihr das danach auch nicht nur spannend findet, sondern auch noch verstanden habt und noch mehr Leuten erzählt, dass es wirklich spannend ist. Insofern wahrscheinlich versteckt auch so ein bisschen der Start für die Laufbahn als Vermittler zu sagen, ah, so geht das, so kann man Wissen weitergeben und hier, guck mal, ist das nicht interessant? Genau, das war das erste der Bücher. Das zweite ist mir dann einige Jahre später begegnet, aber auch noch im Studium. Das ist dieser Klassiker hier, auf Deutsch in der Ausgabe, aber eigentlich muss man es im englischen Original lesen. John Keegan, Das Antlitz des Krieges. Für die, die neu sind, ich gucke da mal hin, weil da so ein Monitor ist, da sehe ich, ob das Buch scharf ist. Die Schlachten von Agincourt 1415, Waterloo 1815 und an der Somme 1916. So, erschienen im Original 1975, meine ich. 1975, genau, in Deutschland 78. Im Original Face of Battle, im Deutschen Antlitz des Krieges, aber hat auch andere Titel bekommen, gibt es in 1000 Ausgaben. Das ist mit das Buch gewesen, das mich zur Militärgeschichte gebracht hat. Das ist das Buch, das mir klargemacht hat, das ist ja richtig, richtig spannend, handfest und interessant, wenn man sich wirklich auf die Erlebnisebene begibt und Empathie mitbringt. John Keegans Buch war damals einer der Startschüsse für die New Military History, also die neue Militärgeschichte, die sich eben abgesetzt hat von einer Militärgeschichte, die nur Generale beobachtet hat, die nur Pfeile und Fähnchen auf Karten hin und her geschoben hat, sondern gesagt hat, wie ist denn das? Was riecht denn der Soldat? Was schmeckt der? Mit welchen Emotionen geht er aufs Gefechtsfeld? Was macht der? Welche Handgriffe macht der? Wie schnell funktioniert das? Was passiert, wenn zwei Kavalleriekörper aufeinander prallen? Prallen die aufeinander oder passiert was völlig anderes? Spoiler, es passiert was völlig anderes. Keegans Buch war das erste Buch damals, es gibt dann seitdem eine ganze Reihe, aber es ist immer noch der Klassiker, das sich wirklich mit der Frage beschäftigt hat, was Militärgeschichte am scharfen Ende, am spitzen Ende wirklich bedeutet. Ich lese mal so ein paar Kapitel- oder Unterkapitelüberschriften vor. Zum Beispiel für Waterloo, 18. Juni 1815. Spannend, was der Einzelne sehen konnte. Was konnte der Einzelne sehen? Der Soldat im Carré, der Musketier im Carré. Was kann der sehen, riechen, hören? Was kann der später über die Schlacht erzählen, wenn er die meiste Zeit nur den Hinterkopf seines Vordermannes gesehen hat? Das beispielsweise. Sehr spannend, Agincourt 1415, Bogenschützen gegen Fußtruppen und Reiterei. Die alten Mythen, also auch schon wieder überholt in großen Teilen, aber da geht's halt los. Was passiert denn genau? Wie viele Pfeile kriegen die los und was passiert am anderen Ende? Klar haben wir die mittelalterlichen Quellen und die großen Mythen, aber das wissen wir ja mittlerweile alles ein bisschen genauer. Heute wissen wir es übrigens noch genauer, 40 Jahre später. Kampfwille, das Töten der Gefangenen bei Agincourt, ganz wichtiges Thema. Auch spannend. Verschiedene Unterkapitel von Waterloo. Kavallerie gegen Kavallerie, Kavallerie gegen Artillerie, Kavallerie gegen Infanterie, Artillerie gegen Infanterie, Infanterie gegen Infanterie. Klingt erstmal dämlich, ist extrem erhellend, weil diese Kapitel deutlich machen, was Kämpfen in dieser Zeit auf dem Schlachtfeld genau bedeutet hat und wie sich das immer unterschieden hat und wie das auch die Männer in immer, also grundlegend existenzielle, grundlegend andere Situationen geworfen hat, teilweise innerhalb von Minuten. Wahnsinnig spannend. Für den Ersten Weltkrieg auch, da geht es dann um diese Materialschlachten, das ist zum Beispiel Trommelfeuer, die letzten Vorbereitungen, was bedeutet das genau? Der Blick übers Niemandsland, Verwundete, wie wurde mit Verwundeten umgegangen? Bestimmte Sachen wiederholen sich auch wieder, der Kampfwille ist zum Beispiel immer ein Ding, was drin ist und so weiter und so fort. Also, vieles davon mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand. John Keegan von seiner eigenen Disziplin abgehängt, ist auch schon seit einiger Zeit tot, aber am Ende waren seine Bücher dann schon wieder doch größtenteils veraltet. Also er hat einen Riesensprung für die Disziplin gemacht und ist dann da stehen geblieben, was jetzt kein Vorwurf ist, nur zur Einordnung. Also er bleibt nicht bis zum Ende Speerspitzen-Avantgarde. Wenn Sie mehr Bücher von ihm sehen, die späteren muss man mit ein bisschen Skepsis sehen.
Aber das war der große Wurf. Und das Buch steht bis heute als eins der Meilensteine der Militärgeschichte. Bestimmt auch unser Arbeiten im Panzermuseum. Eigentlich jeder Kollege, jede Kollegin, die ich kenne, hat das Buch entweder gelesen oder ein Vergleichbares aus dieser Schule mal gelesen. Und im Vergleich zu manchen anderen Klassikern wie Sun Tzu oder Clausewitz, die man liest, weil man muss, aber sich denkt, was soll ich eigentlich damit, ist das ein Klassiker, der wirklich Spaß macht und der eigentlich jedem noch einen Aspekt bringt, den er oder jeder Person etwas bringen kann, was er so vorher noch nicht kannte. Da wette ich drauf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nach 40 Jahren jemand das Buch so parat im Kopf hätte und sagen würde, da habe ich nichts Neues rausgezogen. Würde mich überraschen. Also, Antlitz des Krieges oder Face of Battle von John Keegan, wahnsinnig wichtiges Buch in meiner Biografie. Das nächste Buch ist on top, weil es auf Keegan aufsetzt. Das ist so ein typisches Nachfolgebuch, was mir dann nach dem Studium in den 2000ern gezeigt hat, was aus dem Impuls von John Keegan für eine reichhaltige Forschungslandschaft geworden ist. Das ist nämlich von John A. Lynn, das Buch Battle, A History of Combat and Culture. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass grundsätzlich John Lynn eben ein Nachfolger von Keegan ist, dieser New Military History, also er geht hin und versucht, die verschiedensten Aspekte der Kriegführung wahrzunehmen und zu respektieren und zu beschreiben. Aber, und das hat mich damals umgehauen, es ist auch eine eisenharte Kampfschrift, nämlich gegen Victor Hansen. Victor Hansen ist auch ein sehr, sehr respektierter und sehr fundierter und qualifizierter Kollege, eine der Speerspitzen der Militärgeschichtsforschung, der aber einen sehr konservativen Ansatz hat, was die Kriegführung angeht. Seine Grundidee ist, dass es eine westliche und eine östliche Kriegführung gibt, also irgendwie so vage europäisch versus orientalisch oder osteuropäisch-östlich, also westlich gegen östlich. Und das hat er zu einem Theoriemodell aufgebaut, dass die westliche Kriegführung bestimmte Eigenschaften hätte, die diese westliche Kriegführung durch die Jahrhunderte immer mit sich getragen hat und die sie erfolgreich gegen die grundlegenden Prinzipien der östlichen Kriegführung gemacht habe. Und er fängt damit an, bei den Hopliten und den griechischen Stadtstaaten, weil er auch primär aus der Zeit kommt, er ist souverän in jeder Zeit unterwegs, und hat sozusagen die Idee akademisiert von War, War never changes. So, das ist halt, Krieg ist immer gleich und es gibt zwei, drei Grundmodelle und die ziehen sich halt immer durch. Und John Lynn hat das Gegenbuch geschrieben, weil er ein sehr streitbarer Historiker ist, der auch wirklich wahnsinnig witzige Bücher macht, auch sehr kritisch ist gegenüber zum Beispiel wieder der Kulturgeschichte des Militärs. Also der hat einen wahnsinnig bissigen Aufsatz geschrieben darüber, wie man auch viel zu viel in Sachen reininterpretieren kann und auch mal handfest bleiben muss, dass die Toten auf dem Schlachtfeld am Ende des Tages immer noch Tote auf dem Schlachtfeld sind und kein nur rein kulturhistorischer Aspekt von irgendwas. Aber John Lynn hat auch gesagt, diese westzentrierte, überzeitliche Strukturanalyse oder Strukturunterstellung ist ihm viel zu einseitig und viel zu verallgemeinernd. Also er sagt, Hansen muss halt so sehr verallgemeinern, damit diese Form immer auf alles raufpasst durch die Jahrhunderte, dass da der Fehler liegt. Krieg ändert sich nämlich ständig und zwar grundlegend. Krieg ändert sich durch die Jahrhunderte. Die Art und Weise, wie wir Krieg führen, hat sich immer geändert und ist von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Und jedes Jahrhundert oder zumindest jedes Vierteljahrtausend hat eine ganz andere Kriegführung als die Zeit davor, die durch ganz andere Charakteristika geprägt ist. Und er geht dann eben in diesem Buch durch die Jahrhunderte und durch die Welt, um das eben aufzuweisen. Er fängt natürlich auch mit den Griechen an, weil er sich an Hansen abarbeitet, springt aber sofort nach China und Indien, um da gleich klarzumachen, dass er findet, dass Hansen vieles von dem, was da passiert, überhaupt nicht richtig verstanden hat. Springt zurück nach Europa, ins Mittelalter, dann ins Zeitalter der Aufklärung, Lineargefechte, und dann geht es weiter wieder zurück nach Indien und wie da Kriege geführt wurden von Kolonialherren mit ihren teilweise gezwungenen, teilweise mit Geld überzeugten Anhängern. Dann Austerlitz, da geht es wieder der gehegte Krieg des 19. Jahrhunderts und dann der entfesselte Krieg des 19. Jahrhunderts. Rüber in den Pazifik als Merciless Fight, das ist eine Anspielung auf ein anderes klassisches Buch, War Without Mercy, wo gezeigt wurde, dass der, kommt gleich, und am Ende dann ägyptische bzw. arabische Kriegführung und arabische Effektivität im Krieg. Und
An diesen Beispielen wird halt wunderbar deutlich, finde ich, dass Lynn die überzeugenden Argumente hat, weil er halt großartig ausarbeitet, dass eben Aspekte, die wir mit Kriegführung vielleicht verbinden, wie Rücksichtslosigkeit und alles machen, um zu gewinnen, die wir aus den totalen Kriegen, in Anführungszeichen, des 20. Jahrhunderts mitgenommen haben, in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht stimmen. Beispielsweise, und das macht er wunderbar mit seinen Beispielen, die Eröffnung der Linearschlacht im 18. Jahrhundert hat nichts mit dem zu tun, was wir auch verbinden mit auf Biegen und Brechen, Gewinnen und jeden Trick benutzen. Sie war auch nicht so sauber und klinisch, wie wir das von der anderen Seite oft glauben, aber das ist ein anderes Thema. Und er beweist zum Beispiel, er arbeitet nochmal auf der Basis anderer Bücher, welchen Riesenunterschied es beispielsweise macht, ob im Pazifikraum Japaner und Amerikaner aufeinandertreffen mit ihren jeweiligen rassistischen Vorurteilen und Aufladungen oder Deutsche und Franzosen oder deutsche und französische afrikanische Soldaten oder deutsche und Sowjetsoldaten beispielsweise. Dass also der Krieg da ganz andere Konnotationen bekommt und dass eben nicht alles ein und die gleiche Soße ist. Und wenn er dann zurückspringt ins Mittelalter und erst sozusagen den Ritterkodex als natürlich schon als überhöhten Mythos dekonstruiert, aber gleichzeitig wird gesagt, natürlich hat das trotzdem auch auf den alltäglichen Kampf und Krieg Auswirkungen gehabt. Wahnsinnig spannend. Also wirklich ein fantastisches Buch von 2003, wie gesagt, glaube ich war es. Ja, 2003. Und für mich halt so faszinierend, weil ich erstens die Breite der Kulturgeschichtsschreibung des Krieges hier kennengelernt habe. Wunderbar mit Wumms geschrieben. Und John Lynn eben ja auch gezeigt hat, wie man sich streiten kann, akademisch, ohne sich nicht zu respektieren. Also Lynn greift Hansen fachlich an, legt aber riesen Wert darauf, dass er ihn akademisch respektiert, dass es also kein persönlicher Angriff ist, sondern dass es hier um eine Sache geht. Und das war so eine Sache, die mich halt arbeitstechnisch wahnsinnig beeinflusst hat. Das nächste Buch, was mich dann vor einem guten Jahrzehnt ungefähr, wenn ich meine eigene Biografie mich jetzt nicht täuscht in Erinnerung, jetzt muss ich mal schauen, 2010, ja passt, habe ich damals relativ früh gelesen, 2013, erste deutsche Auflage, David von Raybrook, Kongo, eine Geschichte. Ja, genau. Satte 800 Seiten fast, aus dem Niederländischen übertragen. Was das Buch so besonders macht, ist, dass van Raybrook mir gezeigt hat, dass man eine Geschichte, die man kennt, so erzählen kann, dass den Leserinnen und Lesern der Atem wegbleibt und man das Ganze weiterliest, als wäre es ein Krimi. Das ist das Wesentliche an diesem Buch. Es kommen noch andere Sachen dazu. Er schreibt extrem fundiert, ich bin kein Afrika-Historiker, aber die Rezensionen haben das durch die Bank gesagt. Er hat sein Thema im Griff. Er reflektiert sehr stark über sich und seine persönliche Bindung und biografische Bindung an dieses Land. Hält das auf Distanz, nutzt es aber produktiv. Und er ist auch Journalist oder Primärjournalist, glaube ich. Und diese Schreibweise ist so faszinierend. Ich zitiere jetzt mal aus der Süddeutschen Zeitung, was hinten drauf gedruckt ist, aber es bringt es einfach wunderbar auf den Punkt. Zitat, so etwas hat es noch nie gegeben. Das Werk ist in seiner Erzählweise, seinem enormen Rechercheaufwand und seiner Dramaturgie unvergleichlich und von der ersten bis zur letzten Seite fesselnder als jeder Kriminalroman und dichter verwoben als die meisten Gesellschaftsromane. Das meinte ich. Man nimmt es in die Hand und man kann nicht aufhören zu lesen, obwohl es einfach eigentlich nur die Geschichte eines Landes ist, die ja durchaus das Potenzial hat, langweilig zu sein. Aber Kongo ist halt so spannend als Nation, als Region, als Geschichte, dass man, oder ich zumindest, absolut in diesem Buch versunken bin. Es gab Szenen, da wusste ich, wie es ausgeht. Also wer von Ihnen weiß, wer Lumumba war und nicht nur an Weihnachtsmarkt denkt und weiß, was dem geschehen ist und der dann die Passagen hier drin liest, wie es geschehen ist, liegt das Buch trotzdem nicht weg, obwohl er weiß, wie es ausgeht, aber es ist wahnsinnig gut gemacht. Andere Sachen werden wunderbar analysiert und dekonstruiert, die Geschichte mit dem Kautschuk und den Händen und warum das so war und wie das war. Also dieses Buch hat mir gezeigt, wie man Geschichte so erzählen kann, dass ja Leserinnen und Lesern oder hoffentlich auch Besucherinnen und Besuchern, Zuschauerinnen und Zuschauern, wirklich der Atem wegbleibt und man immer noch mehr will. Und abgesehen davon ist Kongo eben auch als Thema wahnsinnig spannend und sollte jeder gelesen haben, ganz, ganz wichtig für den afrikanischen Kontinent, für die Geschichte der Welt, für unsere Geschichte, auch ob wir es wissen oder nicht. Lesen Sie dieses Buch, es kostet, glaube ich, wirklich nur noch einen Zehner. Es hat so viele Leser wie möglich verdient.
So, und als letztes Buch ein sehr, sehr, sehr dünnes Buch, das aber genauso einflussreich oder genauso machtvoll auf mich eingewirkt hat wie die anderen Bücher. Stefan Lehnstedt, Der Kern des Holocaust, ja, so, Der Kern des Holocaust, Belzec, Sobibor, Treblinka und die Aktion Reinhardt. Es sind nur 200 Seiten, es ist gut zu lesen. Und es lässt einen, oder mich hat es tatsächlich ganz oft sprachlos zurückgelassen. Der Kern unserer Erinnerungskultur an die Shoah ist natürlich Auschwitz. Und das ist auch völlig okay so. Es ist ein Ort, der zu einem Symbol geworden ist, an dem sich unsere Erinnerungen konzentrieren. Und Auschwitz ist aber eigentlich für den industriellen Massenmord, der das sui generis der deutschen Massenvernichtung ist, auch wenn er eigentlich nur die Hälfte ausgemacht hat, der Opfer, weil der eben in seiner qualitativen Art das Besondere war und den Holocaust eben allein dastehen lässt. Auschwitz war dafür nicht das wichtigste Lager. Auschwitz war immer eine Mischung aus Arbeits- und Vernichtungslager gleichermaßen. Und Auschwitz ist erhalten geblieben. Millionen Menschen wurden mit höchster maschineller Effizienz in den eigentlichen Vernichtungslagern, nämlich Belzec, Sobibor und Treblinka, umgebracht. Und diese Lager sind später verschwunden. Die wurden abgebaut, vernichtet und sofort mit Bäumen übersät, sodass davon nichts übrig ist. Und während Menschen Auschwitz überlebt haben, hat nur eine Handvoll Menschen diese Lager überlebt und dann auch nur durch Flucht. Die Vernichtungslager der Aktion Reinhardt waren die absolute Perfektion der maschinellen, fabrikmäßigen Vernichtung menschlichen Lebens und Körpern. Und wie Stefan Lehnstedt das beschreibt, wie das durchorganisiert wird, wie es ausgeführt wird und mit welcher unfassbaren Effizienz nicht nur Überleben verhindert wird, sondern auch Flucht verhindert wird und wie die Spuren so stark und so gut vernichtet werden, dass sogar in unserer Erinnerungskultur diese eigentlich extrem wichtigen Maschinen, diese Todesfabriken kaum noch vorkommen, außer im Namen. Das ist enorm überwältigend eigentlich. Also mich hat's überwältigt, weil ich mich auch so ertappt gefühlt habe, ich wusste auch nicht, wie diese Lager funktioniert haben, wie diese Aktion funktioniert hat und dass das im Kern das ist, was das eigentliche Besondere war. Klar, wir reden immer über maschinelle Vernichtung oder industrielle Vernichtung und die Todesfabriken, aber eine richtige Beschreibung, eine kohärente Beschreibung, in welchem Zeitraum, es ist ja auch nur eine Phase des Holocaust, welchen Zeitraum, welche Orte und welche Mechanismen das abgebildet hat, ist mir vorher noch nicht untergekommen. Und als ich das gelesen habe, erstens musste ich das Buch mehrfach weglegen. Das war schwierig zu lesen. Er schreibt sehr, sehr sachlich, sehr trocken, aber die Sache selber ist halt zu überwältigen. Das ist das eine. Und zweitens kann ich danach diese Argumentation, dass der deutsche Holocaust eben etwas Eigenes ist, das nicht verglichen werden kann, wesentlich besser nachvollziehen, wenn man diesen Teil betrachtet. Denn teilweise ist es ja schwer zu argumentieren, wenn man sagt, na, schaut her, Timothy Snyder hat so gut rausgearbeitet, dass der größte Teil der Opfer der nationalsozialistischen Rassepolitik ja auf altmodische Art und Weise umgebracht wurde, nämlich durch Kugeln, durch Erschießungen, durch Massenerschießungen, die irgendwo im Osten stattgefunden haben. Diese Massenerschießung findet man aber im Sowjetsystem schon viel früher und in größerer Zahl. Das ist ja diese Kernthese von Bloodlands, dass diese Art von Gewalt auf beiden Seiten sozusagen ähnlich war und verflossen ist und sich nur in Zahlen unterscheidet. Wobei das auch nicht ganz richtig ist, das war jetzt vereinfacht, aber sie sind sich sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Da fragt man sich dann, und viele Leute tun das, ja, wo ist denn das Besondere, wo ist denn die Eigenart, die sui generis des deutschen Holocaust? Da, das ist es. Das ist es. Wenn man das gelesen hat, deswegen ist der Name, der Kern des Holocaust, auch wahnsinnig gut gewählt. Das ist der Kern des Holocaust. Die Massenerschießungen sind sozusagen altmodische Massenmorde. Tragisch, aber noch nicht sozusagen, wo man sagen könnte, das ist das Besondere, die Eigenart in der Geschichte. Diese Lager und diese Aktion, die sind die Eigenart, die sind das, was ganz anders ist und so noch nie da war und auch seitdem nicht wieder da war. Ja, und das hat Stefan Lehnstedt in seinem Buch hervorragend ausgearbeitet.
Und deswegen, es ist furchtbar schwere Literatur, es sind furchtbar schwere 200 Seiten. Am Ende geht es eben auch um Erinnerungskultur und Gerechtigkeit und juristische Aufarbeitung, sodass es auch in unsere Zeit mit reinragt. Aber es ist essentiell, um zu verstehen, warum dieses Kapitel der Geschichte besonders ist und warum wir eine besondere Verantwortung haben, damit umzugehen, über die reinen Zahlen und Quantitäten hinaus, die immer zu einem Vergleich oder zu einer Relativierung einladen. Je nach gelingt das nicht mehr. So, das waren also die 5 Bücher, die ich vorstellen wollte. Wir versuchen das Ganze zu einer Serie zu machen. Ich würde mich freuen, wenn Kolleginnen und Kollegen ähnliche Serien machen, die Top 5 Bücher, die Sie oder du als Historiker, Historikerin so beeindruckend fandest, dass du sagen würdest, hier, das musst du auch mal lesen. Also das Typische, nach dem dritten Bier will man das Buch verkaufen. Ich hoffe, es ist klar geworden, es geht nicht um Unterhaltung. Keins dieser Bücher ist einfach. Wir haben zweimal wirklich Schlachten- und Kriegsgeschichte, einmal faschistische Ideologie, einmal den Kongo mit seiner blutigen Geschichte und einmal den Holocaust. Es geht nicht um Unterhaltung. Es geht darum zu sagen, diese Bücher sind richtig, richtig gut und beeindruckend und mehr Menschen sollten sie lesen. Das waren meine 5 und wir versuchen mal, mehr Leute dazu zu kriegen, die Serien auch zu machen. Ich persönlich würde mich total freuen, wenn Sie in den Kommentaren unten Bücher reinschreiben würden, die Sie so beeindruckt haben wie dieses, diese mich beeindruckt haben und warum das so ist. Also nicht nur den Titel reinhauen, sondern in 2, 3 Zeilen wirklich reinschreiben, warum diese Bücher Sie so beeindruckt haben. Oder treiben Sie es auf die Spitze und machen Sie selbst ein Video. Ich wäre sehr gespannt, das zu sehen. Ich glaube, es kann der Gesellschaft nur gut tun, wenn die Leute merken, dass Geschichtswissenschaft mit richtig großer Begeisterung gemacht werden kann und auch rezipiert werden kann. Und wenn mehr Leute gute Geschichtsbücher lesen, kann uns das allen nur helfen. Vielen Dank und tschüss.